Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mag daran erinnern, dass Sie alle vor 3 Wochen unseren Antrag für eine zukunftsfähige und wettbewerbsfähige Landwirtschaft hier im Deutschen Bundestag abgelehnt haben. Liebe Union, aber seither höre ich aus Ihrem Lager, dass der Antrag ja gar nicht so schlecht gewesen sei. Und trotz dieser Erkenntnis und trotz den Bauernprotesten, die heute auch in Niederbayern stattfinden, wo sich die übrigens unsere Bundesministerin gerade befindet, legen Sie so eine Gesetzesreform vor, von der Sie selbst nicht einmal überzeugt sind. Sie unterstützen damit die rot-grünen Ökofantasien in den Bundesländern, aber eben nicht die Landwirtinnen und Landwirte. Wer unter existenziellen Nöten leidet, braucht jetzt eines, die Verlässlichkeit. Und ich mag Sie auch noch mal daran erinnern, dass es die Landwirte und Landwirte sind, die uns tagtäglich mit Essen versorgen. Also räumen Sie endlich der Landwirtschaft nicht nur mündlich, sondern tatsächlich im Parlament den Stellenwert ein, den ihr gebührt. Die Erhöhung der Umschichtung bedeutet für einen durchschnittlichen landwirtschaftlichen Betrieb in meiner Heimat 250 Euro. Das mag wohl nicht viel Geld sein, aber es hat eine gewaltige Wirkung für die Landwirtin, weil es im Endeffekt eine Einkommenskürzung ist, und das nehmen Sie einfach so billigend in Kauf. Statt immer mehr Auflagen, Bürokratie und Umverteilung brauchen wir endlich Lebensmittelpreise auf mit entsprechendem akzeptablem Niveau. Und das hat was mit Wertschätzung zu tun. Das sollte auch in Ihrem Interesse sein, aber daran mangelt es aktuell akut. Mit dem Agrarpaket stärken Sie sicherlich nicht die Wettbewerbsfähigkeit, sondern ganz im Gegenteil. Sie lähmen die Investitionsfreudigkeit, Sie zerstören die Ideologie getrieben und mutwillig den ältesten Beruf unserer Welt, und Sie verhöhnen die Bauern und Bäuerinnen, die tagtäglich unsere Republik mit Lebensmitteln versorgen. Dazu kommt dann auch noch ausdrücklich ergänzend dazu, dass Sie Umweltprobleme wie Nitrat beispielsweise mit Alterssicherung tilgen wollen. Also jetzt hört es tatsächlich auf. Das ist eine bodenlose Frechheit, was Sie da machen. Schuldzuweisung auf Kosten der Landwirtschaft. Grüner Ökopopulismus, verpflichtende Anteile im Ökolandbau, immer mehr Stilllegungsflächen und generelle Pflanzenschutzverbote nützen gar nichts, meine Damen und Herren. Deshalb appelliere ich an Sie, geben Sie neuen Technologien eine Chance, geben Sie der Digitalisierung eine Chance und geben Sie bitte den Landwirten und Landwirten die Chance, mitzureden und mitzubestimmen. Nur miteinander können wir den Weg in eine zukunftsfähige und wettbewerbsfähige Landwirtschaft der Zukunft in Deutschland ermöglichen. Dankeschön. Vielen Dank. Als Nächste spricht für die Fraktion Die Linke die Kollegin Dr. Kirsten Tackmann.